Hey und willkommen zu meinem Let's Play. Ich bin Domahe und das ist Kenji, das Spiel mit dem Männchen über dem I. Das letzte Mal sind wir durch die Stadt gerannt und haben geschaut, was wir so alles machen können, und wir haben uns unsere erste Waffe gekauft. Dieses Mal werden wir nochmal zu einem Händler gehen und noch gerade genug verkaufen, damit wir. Oh, ich muss ihn erst auswählen, bevor ich laufen kann. Und gerade genug verkaufen, damit ich mir so einen schicken Herrn als Begleiter anheuern kann. Für 700, wenn mich nicht alles täuscht. Wo ist denn hier der nächste Laden? Was bist du? Könntest du ein Laden sein? Moment, nein, du bist kein Laden. So, Laden, Laden, Laden. Bist du ein Laden? Nein. Hier war doch irgendwo noch ein Waffenladen, wenn mich nicht alles täuscht. Nein, das war, das hier war nur ein Lagerhaus. Dann gehen wir mal ein bisschen im Kreis und schauen, ob ich hier nicht irgendwo ein Ladenschild sehe. Ach ja. Bisschen unübersichtlich. Es muss doch hier irgendwo einen Laden mit Waffen geben, oder? Nein? Das sieht nicht so gut aus. Überhaupt nicht gut. Ich war doch das letzte Mal hier in der Nähe irgendwo in so einem Gebäude in einem Waffenladen drin, oder? Ist denn hier dieser blöde, 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 blöde Waffenladen? Boah. Okay. So. Weißt du was? Dann laufe ich erst erstmal da rein. Vielleicht ist der ja doch was Interessantes. Oder ein Waffenladen. Oder mindestens ein Händler, irgendwas in der Richtung. Komm. Und? Nein. Kann ich hier was klauen? Aber hier sind Trainingsdummies. Hier kann ich drauf schlafen. An die Truhen komme ich nicht dran. Probieren wir mal bei den Dummies was aus, wenn wir schon mal hier sind. Training. Ich habe jetzt ein Schwert. Zoomen wir mal ran. Ah ja. Übrigens, ich habe wie versprochen geguckt, ob ich nicht irgendwie Musik reinkriege. Also ich habe keinen Ordner gefunden, aber ich habe in den Foren herausgefunden, dass ich nicht der Einzige bin, den das stört, dass es momentan noch keine Musik gibt. Ich hoffe, das ist eines der ersten Sachen, die in Updates gemacht werden. Also spontan würde ich jetzt mal sagen, ich warte mal, bis wir das nächste Waffenlevel erreicht haben. Weil unser Angriffsstil mit minus 3 ist, unsere Angriffsfähigkeit mit minus 3 ist nicht so überragend. Und während du da drin bist, schaue ich mal, was davon ein Waffenladen sein könnte. Hier, da. Das sieht nach Laden aus. Genau. Da müsste ich gar nicht mal so weit laufen. Und da ist auch ein Laden. Na Halleluja, gar nicht so weit weg, sag ich doch. Wie konnte ich denn den übersehen? Ja, das kommt alles auf die richtige Perspektive an. Und dann schauen wir mal Karte M. Okay. Wo gehen wir dann als nächstes hin? Also wie gesagt, dann schaue ich als nächstes, nachdem ich jetzt das trainiert habe und verkauft habe und mir dann den ersten Gefährten angehört habe, heuere ich mal als Karawanenwache an und schau mal, wie erfolgreich das ist. Auf jeden Fall kommen wir so dann in eine andere Stadt und bekommen wahrscheinlich noch etwas Geld dazu. Weil bevor wir eine eigene Stadt gründen können, eine eigene Siedlung, sollten wir schon ein oder zwei Leute haben, die sich uns anschließen und die mit uns kämpfen. Ja, komm schon, komm schon. Ach ja. Also wie in Skyrim und den Elder Scrolls Teilen. Man erhält Erfahrungen in den einzelnen Fähigkeitsbereichen, indem man diese Fähigkeiten aktiv ausführt. Das heißt, in Elder Scrolls kann man ja auch, oder in Skyrim kann man auch auf Dummies rumhauen mit seinen Schwertern, um dann besser zu werden im Schwertkämpfen.
Obwohl ich da immer Magier gespielt habe in den Elder Scrolls Titeln. Na, immer als erstes und danach bin ich zur dunklen Bruderschaft, aber das tut dir jetzt nichts zur Sache. Wir sind fast durch, ist zwar etwas langweilig, aber gehört dazu. Vielleicht mache ich es in Zukunft ja so, dass ich diese, falls ich nochmal solche Trainingseinheiten einschiebe, dass ich die offline mache. Also wenn nicht Let's Played wird, aber mal schauen, das entscheide ich dann spontan. Jetzt werden wir auf jeden Fall das erste Mal gleich einen Fähigkeitsaufstieg. Genau. Hier. Habt ihr es gesehen? Von minus 3 auf minus 2. Okay. Steckst du die Waffe auch wieder weg? Ja. Okay. Dann gehst du jetzt erstmal da rein. Und wie ich es letzte Mal gelernt habe, kann man hier auch die Zeit schneller schalten. Deswegen habe ich es nicht gesehen, weil ein Haus davor war. Schalten wir die Zeit wieder normal. Oh, was ist jetzt los? Zu sehr reingescrollt. Ich dachte schon, das Spiel wäre abgestürzt. Das wäre eine Katastrophe gewesen. Und wir gehen zu dir. Und handeln ein bisschen. Show me what you got. Ich weiß jetzt zwar nicht mehr ganz genau, wie viel ich kaufen muss. Das sind immer noch 83, genau. Okay. Dann verkaufe ich noch ein Werkzeug. Nein, die kann ich nicht verkaufen. Beziehungsweise ich könnte sie schon verkaufen, aber das Problemchen ist, dass die durch diese rote Zahl wird ja angezeigt, dass die weniger wert sind, dass man die hier für weniger verkaufen kann, als sie normalerweise wert sind. Das heißt, vielleicht verkaufe ich sie in einem anderen Shop oder ich finde einfach mal heraus, wofür man Werkzeuge überhaupt braucht. Vielleicht kann ich ja damit dann schon eine kleine Hütte bauen. Okay. Du kostest wahrscheinlich recht viel, oder? Nee, du bist einfach nur ein, naja. Dich könnte ich anheuern und dich könnte ich anheuern, nicht wahr? Beide für 700. Are you looking to join up? Möchtest du dich mir anschließen? No, thanks. Erstmal, und du kostest auch 700. Die haben beide Katanas auf dem Rücken und beide genau die gleichen. Möchtest du dich mir anschließen? Are you looking to join up? Khalid heißt der. No thanks. Dann nehmen wir den mit dem cooleren Namen. Wie heißt du? Gardner. Ja, Gardner hört sich besser an. Deal. Ach, und den kann man dann noch einstellen. Also Geschlecht kann man, wie gesagt, noch nicht verändern. Ich kann sogar deinen Namen ändern. Wie nenne ich dich denn? Wie nenne ich dich denn? Jetzt brauche ich einen coolen Namen. Immer diese Namen. Ich nenne dich. Ich nenne dich. Ich nenne dich. Zero. Okay. Ja, du bekommst das Gesicht. Hautfarbe. Etwas dunkler. Höhe. Du bist ein etwas großer Kerl. Zero. Posture, was immer das bedeuten mag. Okay. Frame. Okay. Beinlänge. Also wir bauen uns hier einen echten Muskelmann zusammen. Chest. Shoulders. Umbilic. Hands. Neck. Okay. Brustgröße ändert hier nichts, genau, weil Mann. Frauen gehen ja noch nicht. Okay. Mit WASD kann ich die Kamera steuern. Und ich habe Zero, der schon ein besserer Kämpfer ist, als wir es sind. Und er hat sogar Erste-Hilfe-Pakete dabei und ein Schwert, das glaube ich sogar etwas schlechter ist als meins. Aber er sieht groß und gefährlich aus, das ist ja auch schon mal was. Genau. Cool. Ja, sieht doch nicht groß und gefährlich aus, wenn die einzige Sache, die man momentan ändern kann an Charakteren, diese Körpereigenschaften sind, dann werde ich die auch in den nächsten machen wir dann zum kleinen Zwerg mal schauen. Aber zuerst mal mein Inventar anschauen. Wie kann ich denn? Okay.
Right-click, rechts auf eine Person klicken, genau, First Aid, um das Action-Menü zu öffnen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, warum diese Tutorial-Dinger wieder da sind, aber sie sind da. Okay, wo waren jetzt diese Karawanenherren? Ihr seid doch gerade vorbeigelaufen. Boah, das mal, ich meine, das sind diese Kerlchen mit den roten Hemden und den braunen, was auch immer. Also mein Squad besteht jetzt aus zwei Leuten. Squad, genau. Wo sind denn die Karawanenleutchen? Das sind diese Herren mit roten Hemden und den coolen Hüten. Also da sind sie nicht mehr drin, da waren wir ja gerade. Dann lauft ihr mal hier in die Richtung. Und, oh, die könnten bei der Händlergilde sein. Da war doch irgendwo dieses Trade-Zeichen, dieses Handelszeichen. Das darf ich aber wieder suchen. Also irgendeine Karte, wo man das schneller sehen könnte, wäre auch recht hilfreich. Echt hilfreich. War das nicht irgendwo in der Nähe der Polizei? Da ist ein Waffenladen. Oh, das könnte gewesen sein, oder? Genau, Trade. Da. Okay, dann lauft ihr mal hier hin. Ihr Getreuen. Aber dabei fällt mir ein, bei der Polizei waren wir da überhaupt schon? Ich glaube nicht. Moment. Verdammt, sind sie ja schon. Hier, da Polizei, dann rennt ihr ganz schnell noch dahin. Leute. Genau. Brav. Also diese Geschwindigkeitstaste ist schon recht nützlich. Hier sind sie wieder. Ihr seht sie ja. Hoffe ich doch. Und wieder normale Geschwindigkeit. Genau. Öffne dir mal und ich muss auch irgendwie rausfinden, wie ich das hier flüssiger kriege. Ich habe bisher noch keine Möglichkeit gefunden, falls ihr da eine Idee habt. Warte, nein. Bei der Polizei werden wir nichts stehlen. Ganz bestimmt nicht. Einfach mal reinlaufen. Genau, Polizei. Ist aber kein Polizist da. Wir haben höchstens ein paar. Wieder ein Trainingsdummy. Hä? Das ist doch kein. Das ist doch ein Trainingsdummy und kein Bürger, oder? Ja, jetzt stimmt's. Na, dann klaue ich hier mal was, solange kein Polizist in der Nähe ist. Aber da ist natürlich nichts drin. Das dachte ich mir schon. Und da gibt es natürlich auch nichts außer Betten. Und es gibt Käfige zum Verbrecher einsperren. Und da ist auch nichts drin. Also bisher kann man nicht viel klauen. Irgendwann muss ich mal ausprobieren, was passiert, wenn ich überhaupt was klaue. Aber jetzt geht's erstmal wieder zum Handels. Gebäude. Okay. Wir suchen ja immer noch die Karawanenleute mit ihren roten Hemden, weil wir uns ihnen anschließen wollen als Karawanenwache, um ein bisschen Geld zu verdienen. Okay, jetzt wieder normale Geschwindigkeit. Und die Wegfindung hat mich wieder nicht im Stich gelassen. Wir stehen direkt hier. Okay, hoch mit euch und rein. Und wo sind wir? Genau. Aber das sind nicht die, die ich gesucht habe. Boah, wo seid ihr denn, ihr roten Karawanenleutchen? Ich werde euch nicht ewig suchen. Da fällt mir ein, wenn ich da lang auf rechts klick. Tatsächlich, man kann doch mit ihnen reden. Warte mal. Wo sind sie denn jetzt? Hier seid ihr, genau. Lauf erstmal hier lang. Okay. Und so wie ich sehe, ist die Folge jetzt auch schon wieder rum. Das nächste Mal schauen wir dann, was passiert, wenn wir mit irgendeinem beliebigen Städter reden.
Nachdem ich jetzt herausgefunden habe, wie das geht, indem man nämlich Rechtsklick auf ihn macht und dann wartet, bis ein Menü aufgeht, um dann die entsprechende Aktion auszuwählen. Ah, da ist einer. Also dann, wir sehen uns bei der nächsten Episode, beziehungsweise ihr seht die nächste Episode. Bye bye und ciao ciao. Domahe.